Zwei Tage nach dem Horrorsturz des Skifahrers Matthias Lanzinger ist es traurige Gewissheit. Das gebrochene Bein muss amputiert werden. Die ganze Nation leidet mit dem Salzburger mit. Er ist ein starker Typ und es muss weitergehen. Es hilft ja sowieso nichts. So tragisch wie es ist, aber es muss weitergehen. Es ist für ihn als Person hier natürlich ein Wahnsinn, wenn er munter wird und wenn er weiß, jetzt hat er keinen Fuß mehr. Natürlich auch für den Salzburger Skisport ein Riesenverlust. Und für die Familie sowieso, aber wie gesagt, also man kann das Beste hoffen. So sein Jugendtrainer Jürgen Brunner gegenüber Radio Arabella. Auch der Salzburger Skiverband hat seine Unterstützung zugesagt. Auf alle Fälle, was wir machen können, auch der Österreichische Skiverband, wird von unserer Seite getan. Ich meine, er hat ja viele Freunde bei uns im Skiverband, seine alten Trainer kommen von uns. Also wir werden alles unternehmen, was er braucht, auch für seine Familie im Umfeld, das Ganze, dass man diesen Weg zurück, dass er das bewältigen kann. Erklärt Skiverbandpräsident Alexander Reiner. Man kann dem 27-Jährigen somit für seinen weiteren Lebensweg nur mehr alles erdenklich Gute wünschen.